Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8 und teile mit, dass er auf Hinweis der Fraktion der FDP in das nächste Plenum geschoben werden soll. Auch klar, danke schön. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 9, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein sächsisches Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk. Drucksache 19/3483, Redezeit vereinbart 5 Minuten. Das Wort hat Frau Abg. Wolff für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Gesetz über den Hessischen Rundfunk ist seit 1948 ein Bekenntnis zu einer echten Landesrundfunkanstalt, nicht einer Länder-, sondern einer Landesrundfunkanstalt in Hessen. Das ist sicherlich nicht ohne Kampf und ohne großen Einsatz aufrechtzuerhalten. Aber wir legen durch unsere Novellierungen, die wir heute als Fraktionsgesetz von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorlegen, ein erneutes Bekenntnis dazu ab. Menschen sollen sich mit Hessen identifizieren, und der Hessenbezug des Programms des Hessischen Rundfunks soll dazu erneut beitragen. Meine Damen und Herren, diese konkrete Novellierung hier geht darauf zurück, dass das sogenannte ZDF-Urteil des Bundesverfassungsgerichts Folgen auch für die Landesrundfunkanstalten der ARD hat. Nicht so offensichtlich wie zunächst gedacht, aber die sorgfältige Prüfung hat ergeben, dass nach der Novellierung des WDR-Gesetzes nun auch die anderen Länder folgen. Ich will im Wesentlichen die Stichworte zusammenfassen. Erstens Stichwort Staatsferne. Es war nicht erforderlich oder geboten, die Zahl der staatlichen Vertreter im Rundfunkrat zu verändern. Es wird auch künftig ein Vertreter der Landesregierung und 5 Landtagsabgeordnete im Rundfunkrat geben. Die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN haben sich aber entschlossen, 2 zusätzliche gesellschaftliche Gruppen durch Sitz und Stimme einzubeziehen, und zwar zum einen den Hessischen Jugendring und zum anderen einen Vertreter einer muslimischen Glaubensgemeinschaft. Dabei ist Letzteres nicht trivial, meine Damen und Herren, da nur eine Minderheit der Muslime organisiert ist und da es eine Vielzahl von Gruppierungen gibt. Deswegen haben wir uns entschieden, das Nähere einer Verordnung zur Bestimmung zu überlassen. Zweites Stichwort Inkompatibilität. Hier wollen wir gemäß dem ZDF-Urteil sicherstellen, dass auch die von gesellschaftlichen Gruppen außerhalb der Fraktionen benannten Vertreter nicht Mandate und Ämter in Parlamenten oder in entsprechenden Gremien haben. Und zum Zweiten, meine Damen und Herren, wollen wir auch festlegen, dass eine Distanz aufgebaut wird für diejenigen, die Ämter innehatten, sodass sie eine Karenzzeit von 18 Monaten haben, bis sie ein solches Mandat im Rundfunkrat antreten können. Drittes Stichwort, meine Damen und Herren, Gleichstellung. In der Absicht, ein größeres Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen in den Gremien abzubilden, greifen wir eine Regelung des Saarländischen Rundfunks bzw. Saarländischen Mediengesetzes auf. Eine Frau sollte einem Mann folgen und umgekehrt. Gibt es Gründe in einer entsendenden Gruppe, die dagegen stehen, soll es dafür logischerweise auch einmal eine Ausnahme geben. Es gibt eine andere Regelung für den Verwaltungsrat, der anders als der Rundfunkrat im rollierenden Verfahren benannt und gewählt wird. Dort lassen wir es bei der Normierung des vorgegebenen Ziels. Nächstes Stichwort Transparenz. Hier haben wir uns die Regelung des ZDF-Staatsvertrags angeschaut und wollen auch in Hessen gesetzlich verankern, dass die Jahresberichte des Hessischen Rundfunks die Bezüge des Intendanten und der Direktoren veröffentlichen und gleichermaßen die Tarifstrukturen des Senders transparent machen. Zudem soll jede Bürgerin, jeder Bürger sich im Internet über die Organisationsstrukturen des Hessischen Rundfunks, Tagesordnungen und zusammengefasste Protokolle der beiden Gremien informieren können. Der Rundfunkrat kann auch festlegen, öffentlich zu beraten. Meine Damen und Herren, das sind die wesentlichen Punkte des Entwurfs des neuen HR-Gesetzes, den wir nun in den Hauptausschuss geben. Ich bin sehr gespannt auf die dortigen Beratungen. Ich gehe davon aus, dass wir eine Anhörung dazu haben werden. Aber ich glaube auch, dass dieses eine gute und solide Grundlage dafür ist, dass unser Hessischer Rundfunk
auch eine Landesrundfunkanstalt bleibt. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Zunächst herzlichen Dank für die Vorlage dieses Fraktionsgesetzes, das sechste Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk. Man hätte es auch nennen können, das lange Schattengesetz des Roland Koch. Frau Wolff hat das gerade sehr diplomatisch und charmant eingeführt. Der wesentliche Punkt, der zunächst Grundlage für die notwendigen Änderungen war, ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2014 zum ZDF-Staatsvertrag in der Affäre Nikolaus Brender, die damals ausgelöst wurde vom hessischen Ministerpräsidenten und stellvertretenden Gremienvorsitzenden Roland Koch, der aus politischen Gründen versucht hat, den damaligen Chefredakteur Nikolaus Brender loszuwerden und mit politischer Mehrheit das entschieden hat. Klaus Kleber hat das damals sehr zielführend kommentiert im Heute-Journal mit der Formulierung, es darf nicht sein, dass parteipolitische Seilschaften wieder versuchen, nach parteipolitischen Kriterien Journalistenposten im ZDF zu bestimmen. Ich muss sagen, ich bin heilfroh, dass das Bundesverfassungsgericht auch auf Grundlage einer Klage der SPD-Bundestagsfraktion das so entschieden hat und dass das Thema Staatsferne jetzt eindeutig auch in den Länderrundfunkanstalten gestärkt wird. Den Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, ist in diesem Zusammenhang minimalinvasiv. Das kann man, glaube ich, nicht anders formulieren. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass im Rundfunkrat sich im Kern in der politischen Vertretung nichts ändert. Sie haben nicht darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang gerade mit dem Verwaltungsrat es sehr wohl eine deutliche Nachschärfung gegeben hat und auch zwingenderweise mit Blick auf die Höchstbesetzung im Verwaltungsrat durch politisch gebundene Vertretungspersonen. Und damit wird in der Tat das Thema der Staatsferne ausdrücklich gestärkt. Ich will mich dennoch zu zwei anderen Punkten etwas ausführlicher in den wenigen Minuten, die zur Verfügung stehen, äußern. Erstens zur Frage der Geschlechtergerechtigkeit und der Quotenregelung. Ich will ausdrücklich sagen, dass uns die derzeitige Regelung, die Sie vorschlagen, nicht überzeugt. Dies gilt weniger für den ersten Teil der Regelung, bei dem es heißt, bei der Entsendung der Rundfunkratsmitglieder ist eine geschlechterparitätische Besetzung anzustreben. Soweit eine andere Person als Nachfolgerin oder Nachfolger eines Mitglieds entsandt wird, muss diese Person ein Mann sein, wenn zuvor eine Frau entsandt war, und eine Frau sein, wenn zuvor ein Mann entsandt war. Soweit so gut. Aber die merkwürdige Einschränkung, die eben schon einmal angedeutet wurde, kommt danach. Die lautet, Satz 2 gilt nicht, wenn dies aufgrund der Zusammensetzung der entsendungsberechtigten Stelle nicht möglich, soweit so gut, oder aus sonstigen Gründen nicht sachdienlich ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Sie damit meinen. An dieser Stelle wird Tür und Tor geöffnet für all mögliche Begründungen, die Vorgabe nicht zu erfüllen. Deswegen sage ich Ihnen, an der Stelle werden wir im Rahmen der Anhörung, Frau Dorn, ganz sicherlich sehr kritisch nachfragen und versuchen, über diese Frage intensiv mit Ihnen zu verhandeln, ob es nicht dazu eine klügere Regel geben kann. Weil damit öffnen Sie wirklich Tür und Tor für jede sachliche Begründung und für jede unsachliche Begründung. Den zweiten Punkt, den ich allerdings noch sehr viel kritischer sehe, ist die neue Zusammensetzung des Rundfunkrats. Sie haben im Koalitionsvertrag dazu eine Verabredung getroffen, die für sich genommen erst einmal völlig okay ist, nämlich erstens zu sagen, der Hessische Jugendring soll da rein, völlig okay, und zweitens die muslimischen Gemeinden. Auch das ist völlig okay und richtig. Sie haben zu Recht darauf hingewiesen, da gibt es ein Problem wegen der Organisationsstruktur, und deswegen stellen Sie für diesen Teil ein neues Verfahren auf, nämlich dass das über eine entsprechende Verwaltungsrichtlinie entschieden werden soll. Und ich sage Ihnen, das bedeutet, ich komme dazu. Lassen Sie mich doch einfach einmal ausreden. Sie müssen nicht jedes Mal reflexhaft reingehen heute. Der entscheidende Punkt ist, dass Sie erstens an dieser Stelle eine Gruppe im Verfahren völlig anders behandeln als andere, und zwar außerhalb des Gesetzes. Ich halte das schon für hochkritisch.
Und das Zweite ist natürlich die Frage, dass dahinter eigentlich der Konflikt steht, wen nehmen Sie? Weil auch in Ihrer Reihe gibt es eine heftige Debatte über die Frage, ob DITIB der richtige Verband ist oder nicht. Deswegen sage ich Ihnen, ich will nur einmal eine Denkfigur einführen, ob nicht eine Rotation eine mögliche Alternative ist. Aber das sage ich einmal außerhalb des Gesetzes zu regeln, das akzeptieren wir heute ausdrücklich nicht. Letzte Bemerkung, das muss ich jetzt auch ganz kurz machen, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Vielleicht ist der Präsident ein bisschen gnädig und gibt mir 20 Sekunden. Es gibt einen Teil, der ist überhaupt nicht geregelt. Und das Bundesverfassungsgericht hat auf die gesellschaftliche Zusammensetzung ausdrücklich hingewiesen. Das gilt, wenn wir über die Vielfalt unserer Gesellschaft reden, ausdrücklich für die Vertretung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender im Rundfunkrat. Es gibt andere Länder, Saarland, Bremen, Thüringen, die das geregelt haben. Und ich sage seitens unserer Fraktion, wir können uns ausdrücklich vorstellen, diese Gruppe ausdrücklich in den Rundfunkrat mit aufzunehmen. Das fänden wir ausdrücklich für richtig. Und auch das werden wir in die Anhörung einbringen. Ansonsten wünsche ich uns frohe Beratung in den Anhörungen. Das Wort hat Herr Kollege Frömmrich für die GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür sind ja dann auch Anhörungsverfahren da, damit man sich in einem geordneten Anhörungsverfahren über die verschiedenen Alternativen oder auch verschiedene Vorschläge verständigt. Das wollen wir dann gerne machen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist ja schon erwähnt worden, dass das, was wir Ihnen hier vorlegen, auf Grundlage dessen geschieht, was wir vom Bundesverfassungsgericht als Urteil im Zusammenhang mit der Gremienbesetzung beim ZDF als Urteil vorgelegt bekommen haben. Die Vorgaben der Bundesverfassungsrichter wurden inzwischen für das ZDF umgesetzt. Und jetzt ist es an uns hier im Hessischen Landtag, die entsprechenden gesetzlichen Regelungen auch für den Hessischen Rundfunk zu verankern. Der Gesetzentwurf enthält deshalb auch Regelungen zu folgenden Punkten. Die will ich hier kurz eingehen. Der Kollege Schäfer-Gümbel ist ja auch auf einige Sachen eingegangen. Vielleicht kann man da auch das eine oder andere austauschen. Erstens die Begrenzung staatlicher und staatsnaher Mitglieder. Außer den entsandten Vertreterinnen und Vertreter der Landesregierung und den gewählten Landtagsabgeordneten dürfen künftig keine Abgeordneten, Regierungsmitglieder, Kommissionsmitglieder, Wahlbeamte, Vertreter der kommunalen Spitzenverbände oder Parteivorständen dem HR-Gremien angehören. Ich finde, das ist eine gute Regelung, nimmt das auf, was das Bundesverfassungsgericht im Zusammenhang mit dem ZDF geurteilt hat. Es wird im Gesetz geregelt, dass es keine wirtschaftlichen oder sonstigen Interessenkollisionen von Gremienmitgliedern geben darf. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir hier im Bereich der Transparenz, glaube ich, ein wenig Nachholbedarf haben. Einer sogenannten Versteinerung der Gremien soll begegnet werden. Künftig dürfen Mitglieder maximal 3 Amtszeiten im Rundfunkrat und maximal 2 Amtszeiten im Verwaltungsrat bzw. maximal 3 Amtszeiten in beiden Gremien zusammen sein. Die bisherige Mitgliedschaft zählt zu einer Amtszeit. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass in einem solchen Gremium auch ab und an ein Wechsel stattfindet. Das ist ein richtiger Ansatz. Ich glaube, das ist gut so, dass wir diese Regelung treffen. Es werden Karenzzeiten eingeführt für staatsnahe Personen von 18 Monaten, bevor sie in den Rundfunkrat oder in den Verwaltungsrat entsandt oder gewählt werden dürfen. Ich glaube, es ist auch eine wichtige Regelung, das haben wir in anderen Bereichen auch geregelt, dass man, wenn man solche Ämter z.B. in der Regierung bekleidet hat, dass man erst einmal ein bisschen, ich will es mal sagen, ins Abklingbecken soll, bevor man in solche Gremien entsandt wird. Ich glaube, dient auch der Transparenz und ist auch eine gute Regelung. Wir haben Regelungen im Transparenzbereich getroffen, was die Frage der Öffentlichkeit von Rundfunkratssitzungen angeht, was die Veröffentlichung von Tagesordnungen, von Sitzungsergebnissen angeht, die Frage der Bezüge von Intendanten, Direktoren und Nebentätigkeiten. Das war bisher etwas unterbelichtet beim Hessischen Rundfunk. Ich glaube, das ist eine gute Regelung. Ich glaube, es ist auch für die Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler wichtig, dass sie sich informieren können, was denn mit ihrem Geld passiert und wie die Intendanten oder aber auch die Direktoren bezahlt werden. Eine gute Regelung. Die Frage der geschlechterparitätischen Besetzung von Rundfunkrat und Verwaltungsrat wird angegangen.
Wenn im Rundfunkrat neue Mitglieder benannt werden, muss künftig einem Mann eine Frau und einer Frau ein Mann nachfolgen. Das ist, glaube ich, eine Regelung, der man gut zustimmen kann. Ich will nur einmal daran erinnern, dass wir zurzeit 23 Männer und nur 7 Frauen im Rundfunkrat haben. Davon entsenden von den 7 Frauen werden 4 Frauen vom Hessischen Landtag entsandt. Also will ich sagen, da gibt es durchaus bei den Verbänden noch Luft nach oben, was die Frage von Geschlechtergerechtigkeit und Besetzung angeht. Gleiches gilt für den Verwaltungsrat. 7 Männer, eine Frau. Die Frau wird von der Belegschaft in den Verwaltungsrat entsandt. Auch da gibt es durchaus genderpolitisch Luft nach oben. Das wollen wir angehen. Ich finde eine gute Regelung. Und ich rufe auch, und wir rufen auch die Verbände auf, bei dem Benennen ihrer Mitglieder daran zu denken und dem auch Rechnung zu tragen, dass solche Gremien paritätisch von Männern und Frauen besetzt werden, meine Damen und Herren. Und wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass künftig der Hessische Jugendring, ich glaube, das ist eine wichtige Gruppe, die auch im Rundfunkrat vertreten sein sollte, einen Sitz bekommt. Und wir haben uns darauf verständigt, dass neben den christlichen Kirchen und auch der jüdischen Gemeinde auch eine große Gruppe, nämlich die Muslime in Hessen, einen Sitz im Rundfunkrat bekommen sollen. Ich weiß, der Kollege Schäfer-Gümbel hat es gesagt, das ist keine leichte Regelung, die wir hier treffen können. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, das nicht ins Gesetz zu schreiben, sondern es über nebengesetzliche Möglichkeiten zu regeln. Weil wir haben in der Tat ein Problem. Wen nehmen Sie? Wen wählen Sie aus? Und Sie haben gesagt, als Vorschlag Rotation. Ja, wen wollen Sie rotieren? Wen nehmen Sie da? Wir können ja gerne darüber diskutieren. Es ist eine schwierige Situation. Wir sollten uns dafür Zeit nehmen, das zu tun. Wir haben ja auch im Zusammenhang bei der Frage des Religionsunterrichts in Schulen haben wir dieses Problem ja auch gehabt. Und auch da mussten wir eine Lösung finden. Ich glaube, der leichte Vorschlag zählt da nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen da reden und wollen das untergesetzlich regeln. Aber wie gesagt, dafür sind letztendlich Anhörungen da, dass wir uns alle miteinander gemeinsam austauschen. Ich glaube, die Grundlage, die wir hier gelegt haben, den Gesetzentwurf, den CDU und GRÜNE Ihnen hier vorlegen, ist eine gute Grundlage für die Diskussion. Ich glaube, es greift die Kritikpunkte auf, die im Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF gefällt worden sind. Und deswegen glaube ich, dass es ein gutes Gesetz ist, und ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss. Das Wort hat Herr Kollege Rentsch für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Kollege Frömmrich, ich bin erst einmal dankbar, und auch der Kollegin Wolf, dass Sie geredet haben. Weil seitdem Sie geredet haben, verstehe ich immerhin ungefähr 10% dessen, was Sie dort machen wollen. Also, Sie haben mich schon häufiger überrascht. Meistens nicht positiv, aber auch gelegentlich positiv. Aber dieser Gesetzentwurf ist wirklich, wenn man mal so parlamentarische Verfahren sieht und vor allem, wenn man mal überlegt, Besetzungsverfahren sollen ja transparent sein, nachvollziehbar und so weiter. So etwas habe ich persönlich noch nicht erlebt. Also, was wir, glaube ich, gemeinsam mal feststellen können, ist, dass das Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht der Grund sein kann für die Novellierung. Weil das, was Sie dort machen, geht deutlich über das hinaus, und die sogenannte Drittelregelung, die die Staatsferne quasi wiedergibt, ist ja in der Zusammensetzung des aktuellen Rundfunkrats und Verwaltungsrats gewährleistet. Da können wir schon mal, doch, ist sie, sie ist gewährleistet. Und darauf haben wir auch geachtet und auch zu Recht geachtet. Jetzt kann man sagen, die Zusammensetzung gefällt mir gesellschaftspolitisch nicht. Also ich brauche noch jemanden aus dem Jugendbereich. Ich brauche jemanden aus dem Bereich, der andersgeschlechtlich orientiert ist. Ich brauche jemanden aus dem Bereich anderer Religionen. Das kann man alles vertreten. Ich will es einmal ganz global sagen. Dieses Spiel nach dem Motto, wir ziehen mal ein Los, wen wir dort drin haben wollen, halte ich mittlerweile für schwierig, wenn man die Debatte, die wir gerade bisher geführt haben, verfolgt. Ich halte es wirklich für schwierig. Wer kommt dort rein? Wer kommt dort rein? Da kommt jemand rein, der lobbytechnisch sich am meisten Mühe gibt und der bei einer Partei, und da nehme ich uns nicht aus, da können wir alle, so, glaube ich, ein Lied von singen, vorstellig wird und sagt, wir müssen in den Rundfunkrat, macht was, dass wir dort reinkommen. Die Einzigen, die wirklich legitimiert sind, und ich weiß, wir machen das selten, dass wir das einmal hier in einem Parlament sagen, sind wir übrigens selber. Weil wir uns nämlich Wahlen
unterziehen. Und diese Wahlen, die manchmal positiv, manchmal negativ verlaufen, im direkten Kontakt mit dem Wähler stattfinden und der Wähler ein Votum abgibt, ob wir legitimiert sind oder nicht. Und deshalb die Einzigen, die wirklich legitimiert sind, das muss nicht den Menschen gefallen draußen, sind aber Parlamentarier, die vorher auch ihren Kopf dafür hingehalten haben, dass sie gewählt werden. Und das ist ja manchmal nicht ganz einfach für alle Kollegen, die hier sitzen, diesen Wahlen sich zu unterwerfen. Alles andere ist zusammengewürfelt. Und jetzt mal eine konkrete Position. Die Frage, über eine Rechtsverordnung zu regeln, wer letztendlich entsandt wird oder nicht, da hat der Kollege Schäfer-Gümbel schon recht. Also ich vertraue der Verwaltung und der Exekutive in diesem Land grundsätzlich schon. Aber jetzt würde ich sagen, in der Abwägung, ja, muss ja vorsichtig sein, gewisses Staatsvertrauen habe ich, aber ich kenne ihn halt auch von der anderen Seite. Insofern bin ich skeptisch, auch an vielen Stellen. Unbestritten, ja, das will ich nicht bestreiten. Ihnen quasi jetzt einen Freifahrtschein zu erteilen, damit Sie nachher, Herr Boddenberg hat darauf hingewiesen, ich darf nicht mehr sagen, in Hinterzimmern, also streichen wir, aber irgendwo anders als hier im Parlament darüber zu entscheiden, wer nun der Vertretende ist, meine Damen und Herren, da habe ich ein Problem, und das ist auch demokratietechnisch nicht unbedingt gerade ein Fortschritt, was wir in diesem Gesetz, was Sie dort wollen. Und jetzt mal zu einem Punkt, wo ich weiß, dass in früheren Zeiten, wenn ich so eine Rede gehalten hätte, die Kollegen der Union wahrscheinlich nicht völlig fern von meinen Argumenten gewesen wären. Das ist die geschlechterparitätische Besetzung des Rundfunkrates. Also, meine Damen und Herren, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, was Sie hier vorschlagen. Also, in der Einwahlperiode, darf ich noch einmal zusammenfassen, dass ich es nicht falsch sage, sind 7 der 30 Rundfunksmitglieder Frauen. Dem nächsten Rundfunkrat sollen dann quasi also nur 7 Männer angehören, und dann dreht das Ganze wieder wie im Karussell. Erklären Sie es mir noch einmal. Also einmal, bitte? Beim Wechsel, ja, aber beim Wechsel dreht es wieder. Da muss es wieder andersrum besetzt werden. Meine Damen und Herren, dieses Verfahren, Frau Kollegin Dorn, ich glaube, so aktiv, wie Sie sich beteiligen, haben Sie massiv an dieser Regelung mitgewirkt. Diese Idee kann doch nur von Ihnen stammen. Das hört sich doch an. Das hört sich doch definitiv, Entschuldigung. Aber das hört sich doch an wie eine Besetzungsliste vom Grünen Parteitag. Ist doch nichts anderes. Also, bei aller Liebe. Meine Damen und Herren, ich habe erst gedacht, es ist ein Scherz. Dann hatte das Ganze eine Drucksachennummer. Es war nicht als Scherz gemeint. Ich würde es mal als Scherz. Ja, also, Herr Kollege Frömmrich, ich muss Ihnen offen sagen, ich weiß gar nicht, ob alle in der Koalition wissen, was Sie da gerade vorgelegt haben. Ich halte es für groben Unsinn. Und es wird auch bei der Frage einer geschlechterparitätischen Besetzung wirklich nichts nutzen, wenn wir jetzt hier mit solchen, ich finde, unsinnigen Quoten arbeiten. Aber sei es drum, Sie haben ja hier die Mehrheit, und Sie dürfen es ja zum Schluss auch entscheiden, was Sie hier für richtig und für falsch halten. Ich darf Ihnen vorschlagen, und zum Thema Religionsgemeinschaften vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, und da sind wir uns einig, dass wir bei der Frage der Auswahl, welche Kriterien wir zugrunde legen, bei der Frage, welche Religionsgemeinschaft wir dazuziehen, mit höchster Sorgfalt agieren sollten. Und sage das sehr selbstkritisch, weil ich weiß, dass wir alle bei der Frage auch des muslimischen und islamischen Religionsunterrichts mit hoher Sorgfalt agiert haben und auch unter bestimmten Voraussetzungen agiert haben, was ein Landesverband von DITIB angeht und nicht mehr den Bundesverband. Aber ich darf und hoffe, dass die Landesregierung sich bewusst ist, dass sie mit höchster Sensibilität auch in dieser Frage agieren sollte. Das Thema ist ein schwieriges, das weiß ich. Aber deshalb, ich habe Hoffnung, dass das auch mit hoher Sensibilität gemacht wird. Wir werden Sie, Herr Kollege Frömmrich, um jetzt mal etwas Positives zu sagen, aber nicht allein lassen mit dem Gesetzentwurf. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, dass wir einen Änderungsantrag machen. Und den Änderungsantrag will ich Ihnen auch begründen, den werden wir noch einbringen. Derzeit sind nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 5 Abgeordnete gewählt. Und wir sind der Auffassung, dass wir mit einem Änderungsantrag dafür sorgen sollten, dass es wieder eine Regelung gibt, die wir einmal im HR-Gesetz hatten, dass jede Fraktion in diesem Landtag mit einem Vertreter in diesem Rundfunkrat berücksichtigt wird. Ich sage Ihnen auch warum, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das, was ich eingangs gesagt habe, dass es eine Berücksichtigung einer parlamentarischen Legitimation gibt, dass das auch im Rundfunkrat wiedergespiegelt werden sollte. Es ist deutlich demokratischer, als was wir sonst machen. Und ich glaube auch, dass die
Spielchen, die ich jetzt im 13. Jahr im Landtag verfolge, nach dem Motto, wer kommt dort rein, wer gibt mir was, wir, vielen Dank, Herr Präsident, wir einfach regeln könnten, indem wir eine einfache Regelung, da können Sie sich, glaube ich, nicht gegen sperren, Sie sind ja sozusagen Basisdemokrat per se als Grüner, dass wir einfach ins Gesetz aufnehmen, dass jede Fraktion in den Rundfunkrat einen Vertreter entsendet. Damit hätten wir viel erreicht, und das wäre sicherlich auch eine deutlich demokratische Variante, als das teilweise sonst der Fall ist. Insofern, glaube ich, werden wir die Grünen in dieser Frage hoffentlich an unserer Seite finden. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es liegen Herr Staatsminister Wintermeyer, Sie haben das Wort für die Landesregierung. Herr Präsident, meine Damen und Herren, als Medienminister des Landes Hessens begrüße ich den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen. Und steht außer Frage, dass die Landesregierung natürlich auch Formulierungshilfe leistet. Dieser Gesetzentwurf zur Änderung des Gesetzes über den Hessischen Rundfunk. Der Gesetzentwurf setzt die Vorgaben des ZDF-Urteils des Bundesverfassungsgerichts in überzeugender Weise um und er trägt zugleich dazu bei, den Hessischen Rundfunk transparenter zu machen und schafft damit einen gewichtigen Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Da sich meine Vorredner schon ausführlich mit dem Inhalt des Gesetzentwurfs beschäftigt haben, möchte ich selbst zu dem Entwurf nur noch zwei Gesichtspunkte kurz ansprechen, nämlich zum einen das Thema Staatsferne, das haben Sie ja auch, Herr Schäfer-Gümbel, angesprochen, und zum zweiten das Thema Transparenz, was mir ein bisschen zu kurz in der Debatte gekommen ist. Erstens, wie Sie wissen, hat das Bundesverfassungsgericht im ZDF-Urteil zum Thema Staatsferne vorgegeben, dass der Anteil staatlicher und staatsnahe Vertreter in den Rundfunkgremien höchstens ein Drittel der Gesamtmitgliederzahl nicht überschreiten darf. Als die Länder mit dem 17. Rundfunkänderungsstaatsvertrag diese Vorgabe übrigens einstimmig für das ZDF umgesetzt haben, ist den Ländern, also uns in der Presse, vorgehalten worden, der neue ZDF-Fernsehrat sei nur so staatsfern wie unbedingt nötig, nicht aber so staatsfern wie möglich organisiert worden. Und für den Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks galt und gilt ein solcher Vorwurf nicht, da die der staatlichen Seite zuzuordneten Mitglieder im Rundfunkrat des HR die Drittelgrenze nicht erreichen und die Zahl der staatsfernen Mitglieder im Rundfunkrat mit der vorliegenden Novelle noch erweitert wird, ohne dass neue staatliche Mitglieder hinzukommen. Zweitens. Die Transparenzvorgaben des Gesetzentwurfs, z.B. die im Internet abrufbare Informationen zur Organisationsstruktur des Senders, die künftig im Geschäftsbericht auszuweisende Vergütung des Intendanten und der Direktoren samt Tarifstrukturen oder die Veröffentlichung der Tagesordnung und Zusammenfassung der Gremienprotokolle werden dazu beitragen, den Hessischen Rundfunk deutlich gläserner zu machen. Sie werden den Bürger bei Interesse fundierte Einblicke vermitteln, wie der Hessische Rundfunk funktioniert, welche Unternehmenspolitik er verfolgt und was in seinen Aufsichtsgremien erörtert und entschieden wird. Meine Damen und Herren, der Zuwachs an Transparenz, den der Gesetzentwurf schafft, bedeutet, in Zeiten, da den Medien von Teilen der Öffentlichkeit Misstrauen entgegenschlägt und die Glaubwürdigkeit auch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Zweifel gezogen wird, wie ich meine, ein wichtiges Signal und einen Schritt in die richtige Richtung. Meine Damen und Herren, von den 16 Ländern der Bundesrepublik verfügen nur 5 über eigene Landesrundfunkanstalten. Frau Kollegin Wolf hatte darauf hingewiesen. 11 Länder werden von Mehrländeranstalten versorgt. Das Land Hessen genießt insofern durchaus ein Privileg. Es verfügt mit dem Hessischen Rundfunk über einen eigenen Landessender, der wesentlich zur Stärkung unserer hessischen Identität beiträgt und der für eine umfassende und vielfältige Berichterstattung aus unserem Bundesland unverzichtbar ist. Aber wiegen wir uns nicht in zu großer Sicherheit. Dieses Privileg ist keineswegs ungefährdet. Im Zuge der anbrechenden Debatte über die künftige Entwicklung des Rundfunkbeitrages wird die Landespolitik, also wir alle, für den Erhalt des Hessischen Rundfunks möglicherweise durchaus zu kämpfen haben. Ich kann Ihnen versichern, dass ich als Medienminister des Landes das mir Mögliche für den Fortbestand des Senders tun werde. Auch der HR selbst wird dauerhaft gefordert bleiben, über Güte und Attraktivität seiner Landesprogramme, seiner Nutzerakzeptanz und Beitragslegitimation
sich zu erhalten und auch auszubauen. Der vorliegende Gesetzentwurf, meine Damen und Herren, versucht hier ersichtlich, den legislativen Rahmen des Senders so abzustecken, dass der Hessische Rundfunk für die Zukunft gut aufgestellt ist. Dies begrüße ich und die Landesregierung ausdrücklich. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede noch einen kurzen Hinweis auf aktuellste europapolitische Probleme im Umfeld dieser Gesetzesnovelle machen. In Deutschland haben wir hinsichtlich der Aufsicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den privaten Rundfunk bekanntlich unterschiedliche Systeme. Der private Rundfunk wird durch externe Institutionen, nämlich die Landesmedienanstalten, beaufsichtigt. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfolgt die Kontrolle anstaltsintern, nämlich durch diese Organe, über die wir gerade geredet haben, Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Die EU-Kommission hat vor 3 Wochen nun einen Vorschlag zur Revision der audiovisuellen Mediendienstrichtlinie vorgelegt, der vorsieht, dass die mitgliedstaatlichen Regulierungsstellen künftig generell als separate juristischen Personen ausgestattet sein sollen. Meine Damen und Herren, würde dieser Kommissionsvorschlag Wirklichkeit werden, könnte dies möglicherweise das Ende der anstaltsinternen Gremienkontrolle bedeuten. Hier besteht aus meiner Sicht dringender länderseitiger Handlungsbedarf. Die Länder werden in den Beratungen auf EU-Ratsebene ebenso wie über den Bundesrat die Wahrung der nationalen Verfassungs- und Rundfunkordnung, wie sie durch zahlreiche Urteile des Bundesverfassungsgerichts und sämtliche Landesrundfunkgesetze, auch unseres, das wir hier gerade besprochen haben, vorgeprägt ist, einfordern. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich auch auf interessante Debatten in der Ausschussanhörung. Vielen Dank. Damit liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich stelle fest, dass die erste Lesung vollzogen worden ist und wir diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Hauptausschuss überweisen. Dem widerspricht niemand. Dann ist das so beschlossen.